Hallo Leute, hallo YouTube. Das letzte Mal melde ich mich von meinem Outdoor-Studio hier, bei mir an meiner Terrasse zu Hause, bevor es nach New York geht. Und der Grund des Videos sind zwei Gründe. Erstens habe ich ein kleines Unboxing vor, dazu später. Und zweitens möchte ich euch vielleicht dazu aufrufen, wenn ihr so aktuelle Infos, aktuelle Videos sehen wollt aus New York oder auch vielleicht von der Anreise oder auch so von den ersten Tagen, dann folgt mir doch auf Instagram, denn da seid ihr auf jeden Fall immer auf dem Laufenden, denn vielleicht wird das erste YouTube-Video aus New York ein bisschen auf sich warten lassen, weil ich muss mich ja auch ein bisschen einleben da, ein bisschen gucken und ich weiß nicht, wie die Internetverbindung da bei mir im Apartment ist. Das müssen wir alles mal klären, ob ich da ganz schnell und schnell ein Video produzieren kann und hochladen kann. Ich werde es natürlich versuchen. Aber es kann ein bisschen dauern. Deswegen, Leute, Instagram ist genau die richtige Plattform, um mich da ein bisschen zu begleiten nach New York. Ja, und dann habe ich noch ein kleines Gadget bekommen. Und zwar hier steht's. Ich habe Insta360 angeschrieben. Erstmal vielen Dank an Insta360, dass sie so schnell reagiert haben. Aber es wäre doch eine super Idee, wenn ihr mir mal die Insta360 Go 2 schickt. Ich werde gerade ich daran interessiert und ich glaube, für meine Vlogs in New York könnten da ein paar interessante Perspektiven drin sein. Ich könnte ein Review machen, ich könnte das Teil auf Instagram benutzen und ja, ich hatte einen schönen Mail-Kontakt gehabt und zack, habe ich das Teil hier stehen und ich möchte mit euch mal so ein kleines Unboxing machen. Möchte aber vorher mal sagen, warum ich Insta360 hier angeschrieben habe, weil mit dieser kleinen Kamera, ihr seht schon, hier ist eine an meinem Revers, die wird gleich das Unboxing filmen. Mit dieser kleinen Kamera kann man doch ganz, ganz viele tolle Perspektiven machen und ich glaube, das wird meine Vlogs in New York und überhaupt im Allgemeinen bereichern. Und speziell auch auf Instagram bin ich jetzt gerade schon am Testen. Wenn ihr mir auf Instagram folgt, habt ihr schon die eine oder andere Story mit der Insta360 Go 2 gesehen. Und ja, ich verspreche mir da wirklich einen kleinen Push für die Vlogs mit richtig tollen Perspektiven, denn die Kamera kann einiges, was andere Action-Kameras nicht können. Da gehen wir doch vielleicht auch direkt mal hier. Ich habe mir mal die Daten an, hier die Daten von der Insta360 aufgeschrieben und lest die euch einfach mal ab. Ein wirklich ausführliches Review wird es in New York geben, vielleicht sogar dann aus dem Central Park, keine Ahnung, oder vom Rooftop von meinem Apartment. Wir werden sehen, diese kleine Actionkamera, die kann mit bis zu 1040p bis zu 50 FPS aufzeichnen. Die hat einen 1, 2 Drittel Zoll Sensor, das ist das Übliche so in Actioncams, dann eine 11,2 mm Optik mit einer Blende von der Offenblende von 2,2. Das wirklich Coole an dieser ganzen Geschichte, ISO 100 bis 3200, aber das wirklich Coole an der Geschichte ist diese Flow-State-Stabilisierung, die bis 30 FPS geht. Die hat eine extreme ruhige Stabilisierung und sie hat einen Autohorizont. Das heißt, wenn ich sie drehe, egal wie ich sie halte, ist der Horizont immer Level. Hyperlapse, Timelapse, Slow-Mo in 1080p mit 120 FPS und so weiter, HDR-Funktion bis 25 FPS. Dann, was ganz cool ist, machen wir gleich auch mal ein kurzes Unboxing, hat sie hier so eine Docking-Station, da kommen wir gleich noch zu, und einen Pro-Video-Mode, der eine 180-Grad-Aufsicht aufzeichnet, Ansicht aufzeichnet, wo ich dann spezielle, ja, 16x9 oder 9x16 oder verschiedene Perspektiven in der Post dann mehr oder weniger auswählen kann. Dann ist das Ding nur 27 Gramm schwer, hat einen Speicher von 28, also 32 Gigabyte, für Video bleiben 28 Gigabyte übrig und hat eine Aufnahmedauer hier Standalone 30 Minuten mit dem Case bis zu 150 Minuten. Da zeige ich euch aber gleich nach dem Unboxing noch ein bisschen mehr. USB-C und so weiter und so fort. Volles Programm. Und ich würde sagen, wir gehen mal ins Unboxing. Und dazu mache ich mal diese Kamera an und diese gleichzeitig. Und dann habt ihr hier so eine Ego-Perspektive, wenn ich das Teil hier aufschneide, aufmache.
Wir kommen zum Unboxing. Ne? Hier haben wir mal das Paket. In der Box ist die Insta, der Charging Case, Charging Cable, magnetischer Pendant. Da kommen wir gleich noch zu Easy Clip, Pivot Stand, Quick Start Guide. Und hier sieht man auch schon so ein bisschen auf der Box, was alles geht. Ne? Hier wasserdicht bis 4 Meter. Man kann das Ding am Hemd befestigen. Wie wir das machen, das erzähle ich euch gleich. Und hier die ganzen Features, Flow State, Hands Free, Mount Anywhere und Editing, Auto Editing, ja, die Software, die gibt es fürs Handy und fürs, für den Laptop, Wi-Fi, App mit dem Smartphone, Remote Control. Ich würde mal sagen, wir machen das Teil einfach mal kurz auf mit meinem Unboxing-Messer hier und dann gucken wir mal kurz rein. So. Wie gesagt, wenn ihr jetzt Aufnahmen von dem Unboxing seht, ist das hier schon mit der Go 2, die hier am Revier ist. Ich kann auch mal den Ton wechseln ab und zu und dann könnt ihr euch schon mal einen Eindruck über den Ton machen. Wir haben jetzt hier eigentlich ganz gute Bedingungen und kein Wind. So, machen wir die Kiste mal auf hier. So. Und ich halte das jetzt mal so zu mir. Stell das Teil hier mal wieder hin. So. Und dann seht ihr, warte mal, wir können es auch so hinstellen. Ist eigentlich egal. Dann seht ihr, da haben wir schon die Kamera am Start. Die ist so groß. Und hier ist schon, die ist mit Magnet festgemacht. So, zack. Da haben wir das Teil. Kamera. Hier haben wir übrigens einen auswechselbaren Linsenschutz dran. Den kann man also wechseln. Da gibt es natürlich auch ND-Filter für, wo ich auch einen zugeschickt bekommen habe. Hier ein Standard 4-Pack von Freewell habe ich auch von Insta zugeschickt bekommen. Und dafür gibt es jede Menge Zubehör. Die Kamera packen wir mal auf Seite und dann gucken wir mal, was sonst noch hier im Case ist. Hier gibt es dann jede Menge, ein bisschen so Erklärungsmaterial. Quick-Start-Guide packen wir beiseite und hier haben wir schon ein USB-C-Kabel und verschiedene Mounts, wo wir dann gleich noch mal drauf eingehen werden. So, die packen wir auch erstmal raus und sozusagen hier ist das Mothership-Case, auch da gehen wir gleich drauf ein. Und hier an der Seite ist noch, Moment, da packen wir das USB-C-Kabel auch mal hier hin. Dieser Pendant und zwar, na, komm schon her, raus damit. So, und dann packen wir auch mal die Kiste weg. So, dieser Pendant hier, der wird hier unter das T-Shirt geklemmt und da hält dann die Kamera dran. So, und das war dann auch schon das schnelle Unboxing. Ich packe noch mal alles hier auf Seite. So. Und dann gucken wir uns doch einfach mal ein paar Dinge an hier. Da haben wir erstmal diese wunderbare kleine Kamera, aber das Wichtigste ist ja hier dieses Mothership, ne? Weil das ist, fungiert als Ladecase und als Fernbedienung für diese Kamera. Wie gesagt, wir machen ein ausführliches Review, machen wir später. Hier gibt es nur ein kurzes Unboxing und ein paar Features. Hier haben wir zum Beispiel einen Mount dran, für das auf Stativ zu klemmen. Da haben wir ein USB-C und wenn das Ding jetzt aufklappen, dann seht ihr schon, so, hier passt die Kamera rein und hier, zack, wird die Kamera dann auch geladen. Einrichtung und alles ist total easy, ist selbsterklärend. Da wird man durchgeführt, man kann das mit der App dann nachher machen, also wirklich wunderbar. Und hier haben wir jetzt diese Möglichkeit, dass wir jetzt auch hier mit dem Ding hier so vloggen können. Hier oben ist das Mikrofon. Auch in der Kamera oben ist das Mikrofon. So, könnt ihr mal gucken. Und hier kann man jetzt so wunderbar vloggen. Was auch noch ein ganz cooles Feature ist, ist hier so ein kleiner Stand. Damit könnte man jetzt die Kamera hier so auch draufstellen und vielleicht dann hier so einfach reden und ein Video drüber machen. Ja, Zubehör.
Haben wir natürlich auch, aber ich kann das einfach Ding vielleicht einfach mal hier so draufstellen. So, dann habt ihr das so im Blick. Ja. So, Zubehör dafür. Was mit dabei ist, ist dieser Pendant hier. Ja. Da kann man die Kamera unterm T-Shirt mittragen und schön draufklippen. Das ist auch wirklich bombenfest. Dann haben wir hier eine Halterung, wo wir die Kamera auch reinmachen können. Und da ist auf der Unterseite ist da so ein Sticky Glue, der immer wieder abwaschbar ist. Und der hält dann mehr oder weniger an solchen Flächen hier, zum Beispiel hinter mir oder wie auch immer, an glatten Flächen. Und das Ding ist bombenfest. Ich habe das Ding schon auf dem Auto getestet. Funktioniert wunderbar. Und hier auch noch mal was für die Ego-Perspektive. Das kann man dann an so eine Mütze oder an ein Head klicken und da kann man dann die Kamera hier oben am Kopf festigen. Oder da bleibt natürlich ja, der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Ne? Also hier kommt die Kamera dann auch rein. Und ja, ein wirklich kreatives Instrument für meine Vlogs weiterzubringen. Und ich beende mal die Aufnahme mit der Go 2 hier, mit einem einfachen Klick. Und dann vibriert das. Ja, wie gesagt, es gibt natürlich auch eine ganze Menge Zubehör für diese Kamera. Und da hat mir Insta natürlich erstmal hier diese ND-Filter zugeschickt. Die hatte ich euch eben schon gezeigt, um dann nochmal wirklich die Belichtung richtig anzupassen. Wenn man jetzt draußen eine Actionaufnahme macht, wird das alles nochmal ein bisschen smoother. Und Insta hat mir auch einen, wie nennt sich das, Mount Adapter Bundle zugeschickt, wo wir dann hier drei Adapter haben. Einmal so ein Adapter für Stativgewinde, einmal für die GoPro-Halterungen und einmal so ein Action-Adapter mit so Schrauben und sowas, volles Programm. Auch das werden wir alles testen und auch zeigen, denn ich bin echt gespannt, wie mir das Teil hier jetzt speziell auch auf dem Hinflug vielleicht nach New York, weil da kann ich ja wirklich schmal vloggen, dann ja beim Vlog weiterhilft. Und ich habe ja jetzt auch zwei davon. Ne, ihr seht ja, hier ist ein und da ist eine. Dann kann ich auch gegenseitig noch so ein bisschen behind the scenes machen, um zu zeigen, wo die angebracht ist, weil das Ding, das magnetisch ist, hält so ziemlich überall. Ich habe jetzt hier gerade nichts aus Eisen da, aber wie gesagt, man kann es überall anpacken. Man kann es natürlich auch einfach mal so vloggen, ne, so bla 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 bla. Dann so hinhalten. Das Gute ist auch wirklich dieser automatische Horizont. Das heißt, wenn ich das Ding so halte, ist der Horizont immer noch richtig. Wenn ich es so halte, immer automatisch passt das. Und ja, eine coole Sache. So, das soll es gewesen sein für das kurze Unboxing und vielleicht noch mal ein kleiner Ausblick jetzt auf meinen ja, weiteren Verlauf meines YouTube-Kanals. Ja, wie gesagt, ich bin. Also die Koffer sind gepackt, es wird bald losgehen nach New York und ich kann da vielleicht so ein paar Ausblicke geben. Ich würde ganz gerne in New York natürlich auch weiter vloggen. Ich gehe mal davon aus, dass ich da auch die Zeit und die Möglichkeit zu habe. Und da wird es dann Fotowalks geben, da wird es Livestreams geben, da wird es ja, auch vielleicht ein paar Reviews geben von Technik, die ich mir vielleicht in New York besorgt habe. Da wird es Drohnenflüge geben, leider nicht direkt in New York, weil New York ist direkte Non-Flying Zone, aber außerhalb. Ich werde mich mit dem Holger treffen. Wir werden weiter unseren Podcast machen. Ne? Wir hatten einen Podcast hier, Frankie Goes to Hollywood. Da geht es so ein bisschen um die Reise nach New York, um Leben für ein Jahr in New York und es wird spannend. Ich habe ein bisschen Respekt vor der ganzen Geschichte. Wenn ihr dieses Video jetzt seht, bin ich wahrscheinlich schon da oder gerade auf dem Flug. Und dann würde ich sagen, es wird spannend bleiben. Folgt mir auf jeden Fall auf Instagram, denn da habt ihr die aktuellen Infos. Da weise ich auch darauf hin, wenn mal wieder YouTube-Videos kommen. Und macht auf jeden Fall die Glocke an, weil das wird vielleicht ganz interessant werden jetzt übers nächste Jahr. Ich denke mal, da werden einige schöne Videos kommen und ich werde da sicherlich auch ein bisschen Besuch bekommen. Die irische Lady kommt natürlich sehr oft nach New York, also die wird schon öfter mal da sein. Wir werden ein paar schöne Videos zusammen machen. Ich werde euch die schönsten Fotospots zeigen, die ich so rausbekomme. Vielleicht die besten Ecken, wo man da gut essen kann, wo man da auch einigermaßen günstig essen kann. Ich werde euch mal mitnehmen in den Supermarkt, so das Real Life in New York und ich denke mal, das könnte spannend werden. Deshalb
bleibt dran, teilt den Kanal, abonniert den Kanal vor allen Dingen, denn immer noch, ich glaube, so 30% meiner Abonnenten, meiner Zuschauer haben den Kanal abonniert, da ist noch ein bisschen Luft nach oben. Ich denke mal, das war's für heute. Ich werde jetzt weiter das Zeug, ich werde die jetzt noch mal in Betrieb nehmen und registrieren und dann Koffer packen und ab nach New York. Dann macht's gut, haut rein und der nächste Vlog kommt aus New York. Bye, bye.